Ja, hi zusammen. Die Arme sind nicht lang genug, dass alle vier draufpassen. Und die Claudi behauptet eh von sich selbst, sie sei nicht so wahnsinnig repräsentativ. Aber der Stefan und Fabio, der heute alle, wir sind ein bisschen langsam, nach einer Runde in der Eifel um Urft herum. Sag doch mal was. War schön, war ganz toll. Ja, wir sind wunderbar von Urft auf dem Römerkanalweg gestartet und über den Eifelsteig haben wir uns zurückgearbeitet. Ja. Wunderschön. Das Wetter hat auch mitgespielt, war nie wirklich richtig regnerisch, also eigentlich kam auch oft die Sonne raus. Das war schon mal sehr schön. Okay. Zum Abschluss haben wir Pommes gegessen. Ausnahmsweise, das tun wir ja sonst nie, aber gut, das seht ihr ja jetzt gleich. Viel Spaß! Da tapsen wir auch schon munter auf dem angesprochenen Römerkanalweg und es gab diese wunderbare Illustration, wobei die Frage ist, was da dran beeindruckend sein soll. Noch kurz über den Bach und dann sind wir auch schon fast auf dem Eifelsteig, der dann uns gleich trampelpfadelig zu der einen oder anderen ganz hübschen Aussicht bringt. Gerade hier mit den herbstlich gefärbten Büschen und Bäumen. Der Eifelsteig machte seinem Namen auch alle Ehre und die Großstädter hatten etwas Probleme hier mit dem Abstieg. Nach ein bisschen Matsch im Wald gab es dann auch Ausblick auf das Kloster Steinfeld, das wir überhaupt gar nicht quasi eingeplant hatten und dann war es plötzlich da. Na dann. Ich bin ja jetzt an sich kein Riesenfan von so alten Gemäuern, aber das Kloster war schon ganz hübsch und es gab einen Garten der Stille, der uns natürlich vor größte Herausforderungen stellte. Dann aber wirklich ruhig sein, ne? Auch sonst war die Wanderung doch ganz liebreizend und beschaulich mit Bächlein und Wiesen und dann wieder ein bisschen Wald und übers offene Feld. Also dafür, dass das so aus dem Bauch heraus, auch warum könnte man denn nicht mal nach Urft fahren, ist das, glaube ich, ganz gut gelungen, wie die Mitwanderer ja auch eingangs schon erwähnten. Stichwort wunderschön. Nachdem die Gruppe noch eine Extra-Runde einlegen wollte, sind wir etwas später als gedacht zurück in Urft. Erstmal versuchen hier den ganzen Matsch loszuwerden, um dann ordnungsgemäß im Klostercafé ein gehaltvolles Mittagessen einzunehmen. Unser Mittagessen! Fabio, der einzig Vernünftige hier. Ich habe nur noch Baileys-Schokolade dabei. Vor lauter Sahne war das mit der Aufnahme etwas schwierig. Ich muss jetzt hier mal was essen. Mittagessen in der Eifel, passenderweise Schwarzwälder Kirsch. Bitte! Take 3. Nachdem jetzt zuerst die Kamera nicht an war und dann mein Kopf abgeschnitten wird. Und den Rest hat dann der Wind verrauscht. Sie hier jetzt zum Nachtisch. Noch ein kleines Brot, ne? Die Mitwanderer hier auch essen. Obwohl wir gar nicht wollen. Tada, die ersten Weihnachtsgrüße. Jetzt wissen wir auch, warum die Sachen schon im Herbst im Regal stehen. So eine Schwarzwälder, die hält ja nun nicht lange an. Deswegen mussten wir in Urft auch direkt zum Imbiss Gaumenschmaus. Da gab es dann Riesenburger. 330 Gramm. Genau. Kommt jetzt noch Käse drauf und Bacon. Aber surprise, wir haben uns ausnahmsweise mal für Pommes entschieden. Wir haben Pommes, aber leider keine Pommes Queen heute dabei. Der Pommes Prinz. Der Pommes Prinz findet die Süßkartoffeln fantastisch. Sehr zu empfehlen. Ich habe die auch schon probiert, aber mein Mund ist völlig verschmiert. Vielleicht putze ich mir den erst und dann sage ich das nochmal. Das hätten wir nun wirklich nicht gedacht. Postkästen auf dem Land und die aufklebbare Dreikönigssegnung mit austauschbarer Jahreszahl. Wahnsinn! Ach, hat mir extra den Parkett hier verlegt.
wesentlicher Teil des Klosters. Minigolfplatz, quasi mit im göttlichen Licht geweiht und neben diesem formschönen Neubau, der sich auch noch so ein bisschen weiter erstreckte. Großes Highlight neben dem Kloster, die freizügigen Eifelkühe. Und immerhin ein paar Spuren industrieller Aktivität. Wir waren schon in Sorge, hier gibt es nichts. Und mit diesen wohlvertrauten Anblicken, tschüss, bis zum nächsten Mal.